Ja, liebe Sportsfreunde, wir begrüßen die beiden Mannschaften mit einem herzlichen Applaus hier im Waldwegstadion in Eutin. Christian Rabe, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Hallenmasters. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, erste Halbzeit, glaube ich, hätten wir das deutlicher gestalten können. Also da kann man, glaube ich, 3-4-0 führen. Das machen wir halt nicht. Ich glaube, Bordesholm haben wir zu keiner Zeit Luft gegeben. Ich glaube, die waren auch sehr froh, dass sie mit dem 1-0 in die Halbzeit gegangen sind. Und zweite Halbzeit haben wir so ein bisschen so den Faden verloren. Ohne dass Bordesholm wirklich druckvoll wurde, waren wir nicht mehr so richtig griffig. Und für mich fiel das Tor auch so ein bisschen dann aus dem Nichts, das 1-1. Und das hat uns dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und dann hat es tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich glaube, eine Viertelstunde nach dem Tor hat es gedauert, bis wir dann endlich mal wieder auch zur Torschance gekommen sind. Der Torwart, glaube ich, von dem war der beste Mann heute. Also der hat echt eine überragende Leistung gezeigt. Das Hallenmasters ist für dich persönlich die wievielte Teilnahme? Hast du das im Griff? Ich glaube tatsächlich die 10. schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich der Sieg tatsächlich mit Todesfelde, auch mein einziger und aber auch wunderschön, es war die 9. Teilnahme. Ich glaube, es ist tatsächlich die 10. Teilnahme jetzt, ja. Da sage ich vielen Dank und wünsche, dass bei der 10. Teilnahme vielleicht der 2. Sieg gelingt. Wer weiß. Herr Sörensen, der TSV Bordesholm guckt beim Hallenmasters leider zu. Sie haben aber dennoch eine starke Leistung geboten, fand ich. Ja, habe ich gerade meiner Mannschaft auch gesagt. Ich glaube, wir haben eine klasse Leistung gezeigt, waren spielerisch, glaube ich, Todesfelde überlegen. Die haben versucht, einen einfachen Ball zu spielen. Wir haben es halt spielerisch versucht zu lösen. Aber man sieht halt, wenn man den Todesfeldern eine Möglichkeit gibt, dann machen sie das Tor. In zweiter Halbzeit haben sie halt nur diese eine Aktion und damit machen sie dann das 2-1-Siegtor. Für uns halt bitter. Aber wir werden davon jetzt nicht untergehen, wir werden uns schütteln und dann geht es übernächste Woche in der Liga wieder weiter. Ich hatte den Eindruck, dass Sie in der Anfangsphase ein bisschen sehr viel Respekt gezeigt haben, so die erste Viertelstunde. Ist mein Eindruck richtig? Ja, aber Todesfelde kommt natürlich mit Macht ins Spiel, spielen viele lange Bälle, spielen viele Standardsituationen. Wir wussten, dass wir diese Standardsituationen erstmal verteidigen müssen. Wir hatten sicherlich die ersten 20 Minuten ein Stück weit Respekt, haben wir aber dann abgeschüttelt und sind dann besser ins Spiel gekommen. Und ich fand gerade zweite Halbzeit, wir spielen mit Todesfelde wirklich richtig gut. Ja, bitter, dass das dann so ausgeht. Na gut, ist halt jetzt so. Ich sage vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Hallenmasters. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, das war mir aber klar. Bordesholm ist eine gute Truppe und ich denke, dass wir ein umkämpftes Spiel gesehen haben, wo ich finde auch, dass wir die bessere Mannschaft waren und im Endeffekt nachher auch verdient gewonnen haben. Es hat in der Schlussphase ein klein bisschen Hektik gegeben. Gehört das dazu oder war es ein bisschen mehr? Ja, natürlich gehört das dazu. Das ist ein Spiel, was es so noch nicht gab. Ist natürlich immer mit Emotionen dann verbunden, gerade wenn es so eng noch ist, das Spiel. Ich glaube, das ist normal. Man hat sich damit keinen Gefallen getan im Endeffekt mit so einem Spiel. Aber da lässt sich jetzt streiten. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Sie werden ja sicherlich in die Aufstiegsrunde einziehen, der TSV Bordesholm vielleicht auch. Welche Rolle trauen Sie dem TSV Bordesholm in der Aufstiegsrunde zu? Hat man heute gesehen, eine sehr große. Also ich finde, sie haben das gut gemacht, gute Passagen dabei gehabt. Von daher ist es ein ganz, ganz starker Gegner. Ich sage vielen Dank und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Kiel. Danke.